weil wir Robert kommen. Robert, hat dich heute die Jürgen der Starting Six überrascht? Auf jeden Fall. Wir haben eine ganz andere Mannschaft vorbereitet in unserer Taktikbesprechung. Natürlich haben wir die ursprünglichen Auswechselspiele auch angeguckt, aber es war schon überraschend für uns. Ja. Hat Michael Mücke das extra gemacht, um euch auf ein Konzept zu bringen? Ich weiß es nicht genau, was seine Motivation war. Das kann ich schwer einschätzen, aber wir haben es geschafft, gleich uns einzustellen auf den Gegner und haben gut gespielt. Hättest du gedacht, dass ihr den ersten Satz so klar gewinnt? Nee, also wir haben jetzt in Friedrichshafen natürlich eine 3-0-Packung gekriegt, da ist man selbstbewusst, nicht mehr so selbstbewusst. Und dementsprechend waren alle ein bisschen angespannt heute, aber haben eine sehr konzentrierte Leistung dann gebracht. Sprich die 3-0-Niederlage in Friedrichshafen an. Hat euch das nochmal extra motiviert, hier heute Gas zu geben? Wie gesagt, wir waren alle sehr konzentriert. Wir wollten jetzt unbedingt zeigen, dass wir auch besser spielen können. Und das hat dann heute nochmal den extra Schub gegeben. Hier in der Dürener Halle war wieder super klar gewonnen. Wann habt ihr das letzte Mal 3-0 hier gewonnen? Kann ich mich nicht daran erinnern. Also Düren ist immer ein schweres Parkett für Berlin. Also Düren kann sonst wie spielen in der Saison gegen Berlin. Da packen sie immer eine Schippe drauf. Und dementsprechend war das heute schon überraschend. Ich habe das Spiel am Donnerstag in Friedrichshafen nicht gesehen. Sag mal ein paar Worte zum Spiel am Donnerstag. Ja, also da muss man nicht mehr viel sagen. Die Sätze waren schon relativ knapp, aber im Endeffekt hatten wir da nicht so einen guten Rhythmus wie heute. Also wir kamen nicht so richtig ins Spiel. Friedrichshafen hat uns sehr gut abgewehrt. Ja. Und dementsprechend haben wir einfach keinen Rhythmus gefunden. Dankeschön. Bitte.